Ja, Discalico ist eine ganz verrückte Idee. Wie bin ich da drauf gekommen? Eigentlich musste ich mich selbst bespaßen und selbst gesundheitlich wieder rehabilitieren während chronischer Erschöpfung, Tinnitus und vielen seelischen Stresszeiten. Und mich beschäftigen musste, damit ich mit der chronischen Erschöpfung nicht bettlägerig wurde, habe ich dann halt abends Rad gefahren, weil es für mich nicht so anstrengend ist wie tagsüber. Ja, das Licht kam ans Rad, weil es hier im Münsterland halt außerhalb von bewohnten Gebieten fürchterlich dunkel ist und ich 2-3 Stunts hatte und mir gesagt, da muss einfach mehr Licht dran, damit ich was sehe und auch damit andere mich sehen können. Als Discalico entstanden ist, ging es dann so weiter, dass ich die Freude, die ich damit verbreite, den Spaß, den ich damit für mich verbreite, auch weiteren Menschen zugänglich machen wollte und bin dann halt auch weitergefahren von Münster, Selm, Beckum, Aalen, Sennenhorst, Bergkamen und so weiter. Mittlerweile muss ich nicht mehr alleine fahren, ich sag mal muss. Ich habe circa ein Dutzend Mitfahrer gefunden, die hier aus dem kompletten Umkreis kommen. In jedem Dorf, in jeder Stadt sind es so 1-2, die dann vorwiegend auch am Wochenende mit mir fahren, weil nicht alle so die Zeit haben wie ich. Ganz am Anfang habe ich mich gefragt, bist du ganz alleine auf der Welt der einzige Mensch, der so ein Hobby hat? Habe dann ein wenig danach gesucht, ob ich wirklich alleine bin, aber ich bin es nicht. Das Radfahren ist für mich körperlich halt sehr wichtig. Ich halte mich fit. Ich kann da sehr gut meinen Tinnitus mitsteuern, weil ich mir durch das Radfahren in der Natur und durch die Musik meine positiven Gefühle selber zu mir hole und durch das Spiegeln in der Gruppe, durch das Spiegeln der Gesellschaft, was zu mir zurückkommt, natürlich immer noch ein Sahnehäubchen obendrauf ist. Discalico hat für mich mittlerweile eine Riesenbedeutung, weil ich glaube auch darin ein Potenzial erkannt zu haben. Die Menschen freuen sich, die Menschen saugen den Spaß auf und saugen natürlich auch diese Außergewöhnlichkeit auf. Und ich freue mich abends loszufahren, ich freue mich abends, wenn es dunkel wird, das Wetter ist trocken die nächsten 3-4 Stunden, weil ich weiß, der Abend wird richtig geil, egal was passiert. Der Name Discalico ist aus einem Kunstwort entstanden. Ich wollte also was Neues schaffen, was die Welt nicht kannte. Mein Rufname ist Kalli und da ich mit Disco-Musik unterwegs bin, habe ich gedacht, Disco und Kalli muss man zusammenbringen. Habe also Disco auseinandergezogen und den Kalli dazwischen gesetzt und die Welt kannte so ein neues Wort. Ja, was sagt die Polizei zu der ganzen Aktion? Am Anfang war es für mich ein mulmiges Gefühl. Mittlerweile weiß ich, dass die Polizei hinter der Aktion steht, weil sie auch den ganz tiefen Hintergrund der Bewusstmachung der Radfahrer im Straßenverkehr erkannt hat. Wir wollen halt auf uns aufmerksam machen und wollen durch die Überspitzung den Mitmenschen und auch den anderen Verkehrsteilnehmern zeigen, mach dich sichtbar und du wirst gesehen. Die freuen sich, wenn sie uns sehen.